Musik ist wie Sex und etwas ziemlich Mysteriöses. Schon ein bisschen Musik kann bei uns so viel auslösen. Trauer, Angst, Freude und noch viele andere Emotionen. Warum wir so auf Musik reagieren und warum Musik Geschlechtsverkehr ähnelt, das erfahrt ihr jetzt bei Klicks zum Science and Fiction. Die Videodays präsentieren den World Club Dome, das größte Club-Event der Welt in der Frankfurter Commerzbank Arena. Zigtausende feiern hier 3 Tage lang Avicii, Hardwell, David Guetta, Steve Aoki und viele, viele andere. Die Crème de la Crème der DJs ist also da und es wird eine eigene Videodays-Area geben. Tickets habe ich am Ende des Videos für euch. Aber warum werden die Menschen von Musik so mitgerissen und so emotionalisiert? Zunächst regt Musik unser limbisches System im Gehirn an, das für unsere Emotionen zuständig ist. Es kommt aber noch ein Effekt dazu, der ein bisschen der Wahrnehmung von Düften ähnelt. Wir Menschen verbinden sehr oft Erlebnisse mit bestimmten Gerüchen. Unser Gehirn speichert diese ab und sobald wir ähnliche Duftstoffe riechen, kann es diese Erlebnisse wieder ins Bewusstsein rufen. Ihr kennt das alles, wenn ihr als Kind zum Beispiel irgendwann mal in Katzenkot getreten seid, dann prägt sich euch nicht unbedingt das Bild davon ein, sondern vielmehr der Gestank. Sobald diese Gerüche erneut wahrgenommen werden, sagt das Gehirn euch sehr wahrscheinlich: Achtung, aufpassen! Und parallel dazu können Ekelgefühle ausgelöst werden. Beim Hören von Musik treten dagegen oft Gefühle wie Trauer, Glück, Freude und so weiter auf. Oft beruht diese emotionale Reaktion auch auf einer Verknüpfung mit einem Ereignis. Viele Liebespaare verspüren beispielsweise bei ihrem Kennenlernsong starke emotionale Gefühle. Oder was wir alle kennen, sind die Streicher aus Psycho. Wer verspürt bei dieser Musik nicht den blanken Horror? Gespeichert werden diese Musikerlebnisse im Schläfenlappen, hauptsächlich in der rechten Hälfte des Gehirns. Kommen wir zu den Hormonen. Ein Konzertbesuch oder ein Event wie der World Club Dome besteht neben der Musik, den Menschen, den Musikern und der Location eigentlich hauptsächlich aus Hormonen, also in euch. Während einem Konzert werden nämlich unzählige davon ausgeschüttet und das geht vorher schon los. Wer sich schon mal auf ein Konzert gefreut hat, kennt das starke Gefühl der Vorfreude. Ausgelöst wird es durch Dopamin. Angekommen und sobald der Künstler losgelegt hat, wandelt sich die Vorfreude um in ein Glücksgefühl. Hier kommen die Endorphine, die Glückshormone, zum Tragen. Neben Dopamin und den Endorphinen spielt noch ein Hormon eine wichtige Rolle, Oxytocin. Es wird vor allem dann ausgeschüttet, wenn man sich sicher fühlt, da wo man ist, und ist das Bindungs- bzw. Liebeshormon. Genau diese ganzen Hormone werden auch beim Sex ausgeschüttet. Musik ist sozusagen Sex ohne Geschlechtsverkehr, hat aber im Körper eine ganz ähnliche Wirkung. Und Musik hat noch eine unglaubliche Wirkung. Ursache dafür ist die Verarbeitung von Musik im Gehirn. Wir lernen nämlich mit Musik, ich sag mal, 1000-mal besser. Musik beansprucht unser Gehirn in ganz besonderem Maße. Wir müssen Tonhöhen hören, Melodien erkennen, wofür wir die zeitliche Abfolge der Töne erfassen müssen. Und den Takt und den Rhythmus, den müssen wir auch verstehen. Und gleichzeitig müssen wir Akkorde mit ihren Harmonien und Disharmonien analysieren, die Tonfärbung, also die Instrumente und deren Position einsortieren. Das Gehirn hat mit kaum etwas so viel zu tun wie mit Musik. Und das hat Folgen. Bei Profimusikern sind die Areale des Gehirns besonders stark ausgebildet, die die Hände mit denen des Hörens und Analysierens verbinden. Und das bedeutet, Musik verändert unser Gehirn. Das führt dazu, dass wir mit Musik auch besser lernen. Super Learning, das hatte ich ja schon mal in einem Video über die besten Lernmethoden erwähnt. Man hört einfach Musik, während man lernt. Der Effekt ist, ich habe es am eigenen Leib erfahren, frappierend. Man lernt schneller und kann den Stoff besser behalten. Und alles, was man singt, behält man auch besser. Das macht sich der YouTube-Kanal Dorfuchs zunutze. Er singt zum Beispiel die binomischen Formeln. Und wer jetzt dann auch noch mitsingt, der lernt die Formeln noch mal besser.
Musik ist unser täglicher Begleiter, ob aus dem Radio, dem Fernseher oder aus dem Smartphone. Wir werden ständig mit Musik beschallt. Große Feste werden mit bestimmten Musikstücken verbunden, besondere Ereignisse mit Musik gefeiert. Und jetzt gibt es genau ein solches wahnsinniges Ereignis, bei dem Musik im Mittelpunkt steht. Die Video Days präsentieren den World Club Dome. Vom 5. bis 7. Juni 2015 findet in der Commerzbank Arena in Frankfurt eine Riesenparty statt. David Guetta, Hardwell, Steve Aoki, Avicii und viele andere und auch, und das ist sensationell, bekannte YouTuber wie Vincent Lee oder RDG sind dabei. Die Tickets gibt es hier. Und zur Geschichte der Tonaufzeichnung, mit der die umfassende Verbreitung von Musik begann, geht es hier unten auf dem Kanal Einfach Geschichte, The Clavinova. Marty bringt spannende Fakten zur Geschichte von Platten, Tonbändern, Kassetten, CDs und schließlich MP3. Alle Links wie immer natürlich auch in der Videobeschreibung. Und meine Frage an euch, geht ihr auf solche Events wie den World Club Dome? Was erlebt ihr da? Ist es ein solch emotionales Erlebnis, wie viele schildern? Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns auf dem World Club Dome. Bis dann. Bleibt dran.